Der Umlautmann begrüßt euch zu einem neuen Part Animal Crossing. Freunde des Wildwechsels, neues Blatt, Part, keine Ahnung wie viel, Animal Crossing, New Leaf steht an. Eines der genialsten Games des Universums, meiner Meinung nach zumindest. Schön, dass du dich dazu wieder entschieden hast, in diesen Part reinzusliden. Ja, ich habe gerade einen produktiven Sonntag, mehr oder weniger produktiv. Ja, schon doch produktiv. Das ist gerade der dritte Zweikanal-Part, den ich heute aufnehme. Das ist eine sehr gute Quote und da wird jetzt heute am Nachmittag noch so der ein oder andere Part definitiv folgen. Wir haben es gerade in Erdorf, 14.39, 7. Mai. Das passt auch alles mit der realen Welt und der realen Zeit zusammen. Von daher, oh mein Gott, ich weiß, wann der Vokalmann aufnimmt. Oh. Keine Ahnung, was los ist. Fast hätte ich es vergessen. Melinda, bitte sag mir nicht, ich habe schon länger gefehlt. Alter, halt, ich würde Melinda so gerne einmal... Nein, das sage ich jetzt besser nicht. Hier im Free... Ich weiß schon, was ich sagen wollte. Im Free TV sage ich schon. Auf Free YouTube. Alter, wir haben Post. Wir haben schon länger nicht mehr Post erhalten. Was ist da so drin? Vom Postamt sind wahrscheinlich die Zinsen, oder? 1620 Sterni Zinsen. Ey, das ist so strong. Also, wir schauen halt relativ selten hier in die Parts inzwischen hinein. Ach, der nächste Schimmelbaum. Aber ich find's immer wieder geil, wie oft wir vom Postamt Zinsen bekommen. Freunde, das ist der Zinseszinseffekt. Und die Zinsen... Guck mal, jetzt kommt der Bankkaufmann aus mir heraus. Boah, da kommen mir direkt schon in das nächste Thema in den Kopf, worüber ich ganz gerne reden möchte. Heilige Makrele, ich liebe dieses Game. Ich starte rein, frag mich, ja, Bro, worüber rede ich heute? Puh, keine Ahnung. Und dann slidet man rein und findet doch so ein paar Gesprächsthemen. Yo, ich habe viel Geld dabei, geile. Vergraben? Genau, vergraben. Eine Schimmelpfirsich müsste da wahrscheinlich... Wurmpfirsich? Ich habe aber gerade ein vernünftige... 1A für sich reingepackt, oder? Naja, auf jeden Fall, das ist der sogenannte Zinseszinseffekt. Da kommt der Bankkaufmann aus mir heraus. Ist voll cool. Und zwar gibt es ja immer wieder dieses Phänomen, wovon man hört. Auch als Außenstehender, der nicht unbedingt viel mit Geld zu tun hat, weiß man ja um den Dreh so, yo, reiche Leute in Anführungszeichen haben es ja tausendmal einfacher, noch reicher zu werden. Und hinter diesem Satz steckt eigentlich sehr viel Wahrheit, weil wenn man es klug angeht, wenn man sein eigenes Geld nimmt, aber guck mal, das ist ein sehr, sehr krasser Mythos, dass man viel Geld braucht, um Vermögen aufzubauen. Das ist Schwachsinn. Das ist leider in super vielen Köpfen einfach drin, dass man, keine Ahnung, beispielsweise man ist in der Ausbildung und verdient jetzt, keine Ahnung, ich würde sagen, durchschnittliches Azubi-Gehalt liegt so zwischen 600 bis 900 netto. Würde ich einfach mal so behaupten. Klar, es werden jetzt bestimmt einige kommen aus Handwerksbetrieben, die sagen, ey, ich verdiene sogar noch weniger als 600. Gibt es immer Ausnahmen, die mehr verdienen, weniger, muss man halt sich die Branche angucken, wo man sich halt befindet. Aber selbst in Ausbildungsberufen, selbst wenn man eine eigene Wohnung hat, würde ich sagen, ey, du kannst trotzdem Vermögen aufbauen. Das ist tatsächlich so und war bei mir auch damals der Fall. Ich muss sagen, in meiner Ausbildung war ich in Anführungszeichen in einer glücklichen Position. Also ich habe schon in einer eigenen Wohnung gelebt, musste auch leider ein eigenes Auto abbezahlen, weil mir meine Karre kaputt gegangen ist und ich war halt abhängig von einem Auto. Also ich habe ein Auto gebraucht, um zur Arbeit zu kommen. Deswegen musste ich mir ein neues besorgen und dadurch, dass ich leider keine Ersparnisse hatte aufgrund vieler Probleme in der Vergangenheit, so diejenigen, die meine Vergangenheit so ein bisschen verfolgt haben über die deeperen Videos, habe ich in einer eigenen Butze gelebt und musste natürlich Miete zahlen, Essen musste ich zahlen, das und das musste ich zahlen, das, was in einer eigenen Wohnung rankommt, vorkommt, was man halt bezahlen muss und ich habe halt nebenbei noch ein bisschen gekellnert. Aber trotz dessen habe ich nebenbei gespart. Und das funktioniert auch. Wie genau das funktioniert, kann ich gleich so ein bisschen erläutern. Aber erstmal zu diesem, zu dem Ausgangspunkt, wo ich hin möchte. Reichen Anführungszeichen werden immer reicher. Das liegt halt daran, wenn du Geld hast, ist es relativ in Anführungszeichen einfach, das zu vermehren. Vor allem... Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Sagen wir es mal so, du hast halt Möglichkeiten, damit zu arbeiten, damit das Geld für dich arbeitet. Und das, was ich jetzt, worauf ich hinaus möchte jetzt, ne, wenn wir jetzt so ein bisschen hier drüber philosophieren, das ist der sogenannte Zinseszinseffekt. Ich habe Geld auf der Bank hier rumliegen und dieses Geld wird hier mit einem bestimmten Prozentsatz verzinst in Animal Crossing. Mich würde es mal interessieren, was für einen Zinssatz man hier in diesem Game hat. No joke, das würde ich gerade voll interessant finden. Welchen Zinssatz bekommt man wohl hier in der Bank in Animal Crossing? Das wäre ja mal interessant. Und dieser Zinseszinseffekt besagt, du hast Geld auf der Bank liegen, sagen wir mal, du hast 100.000 liegen, du kriegst, keine Ahnung, 10% Zinsen im Jahr, dann sind das im Jahr 10% ist sehr viel. Ah, wir gehen mal von einem realistischen Zinssatz aktuell
aktuell von, sagen wir mal, 2% aus. Ne, sagen wir mal, 2% bekommst du. Warum geht das hier nicht rein? Dankeschön. Sagen wir, von diesen 100.000 Sternis bekommst du im Jahr 2.000 Sternis. Zack. Einfach so dafür, dass du Geld auf der Bank rumliegen hast, okay? Und dann hast du halt 102.000 auf der Bank liegen, weil du hast 2.000 Zinsen bekommen. Und diese 2.000 Zinsen, die du bekommen hast, die werden auch verzinst. Bedeutet, nicht nur 100.000 werden verzinst, sondern 102.000 werden verzinst. Also die Zinsen, die du vorher bekommen hast, die werden jetzt mitverzinst und helfen dir, noch mehr Zinsen zu bekommen. Und das ist der sogenannte Zinseszinseffekt. In den ersten Jahren spürst du noch nicht so viel davon, aber spar mal 30, 40 Jahre lang irgendwas an. Und jetzt werden einige sagen, ach David, laber doch nicht so ein Bullshit, wie soll man denn 30, 40 Jahre sparen? Das ist halt der Punkt. Du musst halt Geld sparen, was du nicht benötigst. Und Hand aufs Herz, jeder schafft es mindestens im Monat. Also wenn man irgendwann arbeitet, klar, wenn man jetzt Taschengeld hat oder so, Gottes Willen, ja, dann natürlich nicht. Aber wenn du arbeitest, bin ich mir sicher, schaffst du es trotzdem 25 Euro im Monat an die Seite zu legen. Das schaffst du, bin ich mir sehr sicher. Und da gibt es halt schon super viele Möglichkeiten, was man schon mit 25 Euro alles machen kann. Und diese 25 Euro, die lässt du bis, no joke, bis zu deiner Rente gedeihen, nebenbei. Und das ist Geld, ganz ehrlich, Bro, kauf dir ein Videospiel weniger im Monat oder geh einmal im Monat weniger essen oder mach irgendwas anderes. Jeder hat Ausgaben, die nicht sein müssen. Da bin ich mir super sicher, wirklich. So klar, einige leben Safe Call. Auch, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen, an der Existenz, an der Ausbildung oder sonst wo. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es jeder irgendwie schaffen sollte. Wenn es nicht 25 sind, Bro, lass es 10 sein. Mit 10 Euro kann man auch schon was beginnen. Und ganz ehrlich, 10 ist besser als nichts. Und dieses Mindset muss man halt entwickeln. Das ist jetzt nicht irgendwie dieses Alpha-Gelaber oder so, was ich sagen will. Das und das muss man machen, um reich zu werden. Ich möchte nur in eure Köpfe reinbekommen, dass es wichtig ist, etwas zu tun. Es muss nicht viel sein. Etwas zu tun ist viel wichtiger als gar nichts. Und das will ich in eure Köpfe hineinbekommen. So, da werden jetzt bestimmt wieder einige eine andere Meinung haben, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es jeder hinbekommen sollte. Und wie gesagt, am Anfang meiner Ausbildung hatte ich auch nichts und habe es trotzdem auch irgendwie geschafft. Man muss halt wirklich nur den Umgang mit Geld lernen. Das muss man lernen. Dass man auch hier beim Einkaufen halt in Anführungszeichen billige Produkte nimmt. Eins vergraben. Dass man beim Einkaufen wirklich darauf achtet, was man einkauft und sich immer wieder fragt, ey, wenn ich was einkaufe, brauche ich das unbedingt. Das sind so, glaube ich, ganz, ganz wichtige Grundsätze, die man sich vor Augen halten muss. Und man muss wirklich mal so die eigene Hand aufs Herz legen und drüber nachdenken, okay, gibt es Ausgaben, die nicht sein müssen? Und dann schafft man es, meiner Meinung nach, wirklich was an die Seite zu legen. Selbst, wie gesagt, wenn es nur 10 Euro im Monat sind. Das macht schon einen riesigen Unterschied am Ende des Tages, etwas zu tun. Ja, das ist mit ganz, ganz vielen Dingen im Leben so. Meine Empfehlung geht raus an der Stelle. So, aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es trotzdem einige geben wird, die sagen so, David, was laberst du wieder für Schwachsinn? Aber das ist, jeder hat seine eigene Meinung. Ich kann euch nur meine Erfahrungen mit auf den Weg geben. Und ja, Freunde, was soll ich sagen? Immer positiv denken im Leben. Egal, in welcher Situation man sich gerade befindet. So, zack, da hauen wir einmal das Ding hier raus und werden dann die nächste Orange reinpacken. Das war doch schon mal ein sehr, sehr cooles erstes Thema hier. Mit unserer Daily-Routine hier in Animal Crossing. Warte mal, wir haben da hinten noch eine Pfirsich, die kann man noch safe mitnehmen und verkaufen. Haben wir dann eigentlich noch Fische und Insekten das letzte Mal gesammelt? Ich meine schon. Also heute müssen wir richtig viel Para haben. Was geht bei dir so, meine Süße? Oh, du bist es. Wir haben uns schon Ewigkeiten nicht mehr... Wir haben schon Ewigkeiten nicht mehr miteinander geredet, Lamm. Warst du etwa auf einem Selbstfindungstrip oder so? Kann man so sagen. Sagen wir mal, ich war ein bisschen meditieren. By the way, im letzten Part gab es ja Grazia Grazia, die Süße, die so ein bisschen unterwegs gewesen ist. Man muss anscheinend, das hat mir, glaube ich, V-Grund in die Kommentare geschrieben, 5-mal mit der Süßen reden und 5-mal ein Top-Outfit bekommen und halt viel Geld dort in der Stadt lassen. Dann eröffnet die, glaube ich, irgendwann mal einen Laden. Das habe ich jetzt so am Rande mitbekommen. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Also, um solche Charakter hier freizuschalten, müssten wir halt, ja, deutlich mehr spielen und das alles noch an unterschiedlichen Tagen irgendwie. Ich wollte gerade sagen, seit wann ist denn da ein Stein? Ich finde es auch immer sehr beeindruckend, wenn ihr so random Zug lang fährt. Aber umso schöner finde ich es, wie kurz diese Züge da sind und man echt nicht lange warten muss. Ich war heute Morgen bei meinen Eltern frühstücken, dann muss ich immer in die Nachbarstadt fahren. Und
was soll ich sagen? Ich stande zweimal auf dem Hinweg vor einer Bahnschranke und auf dem Rückweg vor einer Bahnschranke. Und das waren unterschiedliche Stundenzeiten. Also man kann jetzt nicht sagen, ja David, dann warst du wahrscheinlich in ein paar Stunden selben Minutenzahl da gewesen. Nein, tatsächlich nicht. Und jedes Mal musst du halt ein paar Minuten warten. Das ist so schrecklich. Aber die Stadt, in der ich wohne, muss man auch wirklich mal sagen, ist so eine übelste Durchfahrtsstadt für viele. Weil das so eine random Stadt ist zwischen ein paar größeren Städten oder ein paar Städten, wo ein bisschen mehr geht, sag ich mal so. Und 5800, voll in Ordnung. Nehmen wir an, Hauptsache, wir können diesen Bums mal wieder wegbringen. Yes. Apropos, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass die Stadt, in der ich wohne, so einen sehr, sehr coolen Spitznamen hat, und zwar LA Ghetto. Es passt wieder so perfekt. Aber das erzähle ich jetzt gleich. Denn wir haben ja prinzipiell genug Geld, um dieses BUA zu bauen, endlich. Wurde auch langsam Zeit, dass wir das mal hier eröffnen können, oder? Ja, wir haben jetzt über 250.000 hier dabei. Wie viel fehlt noch? Okay. Ja. Ja, yes, yes, yes. Ich bin dabei. Wir haben es abbezahlt und im nächsten Part können wir dann endlich uns dieses Ding hier reinziehen. Wir haben das ja schon seit Monaten als Projekt offen. Sehr cool. Immer wieder schön, wenn man hier irgendwas abbezahlt. Yes, wurden genug Spenden gesammelt. Sehr, sehr cool. Yes, auf jeden Fall zu der Story, wo ich gerade hinaus wollte. Es passiert sehr viel. Teilweise letztens, als ich gestreamt hatte, haben sich die Nachbarn einfach gefetzt draußen. Da gab es irgendwie so eine Schlägerei, das hat man sogar gehört. Da habe ich halt das Fenster aufgemacht und das hat man voll im Stream gehört dann. Erstmal so Punkt 1. Wirklich, also nur so als grobes Beispiel, damit man versteht, was hier so alles abgeht. Ansonsten klingeln hier immer random Leute. Ich habe ja auch irgendwann mal erzählt. So am Anfang habe ich noch jedem aufgemacht, der geklingelt hat, weil in meiner vorherigen Wohnung habe ich auf dem Dorf gelebt bei Irene der Süßen. Und ja, inzwischen ist es nun mal so, dass ich halt in der Stadt lebe. Und früher habe ich halt immer die Türen aufgemacht. Da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich dachte halt so, ja, Bro, klingelt halt irgendwer. Aber was soll denn da schon sein? Mal gucken, was gewollt wird. Und auf einmal kamen so zwei random Dudes hoch und fragten mich so, ob mein Bruder zu Hause ist. Und ich so, hä, wie bitte? Worum geht's? Und dann, ja, hast du Gras? Können wir Gras kaufen? Und dann kam der eine unkommentiert immer näher zu mir, diese Treppe hoch. Und in dem Moment war ich schon voll auf Adrenalin und dachte so, Alter, muss ich mich jetzt in Kampfstellung begeben? Was passiert hier? Vor allem, ich habe voll die dünne Haustür, die kannst du sofort eintreten, das ist kein Problem. Die Haustür ist quasi nur Deko, dass man hier nicht direkt in die Wohnung reinschaut, so gefühlt. Aber dann haben die wieder abgelassen und sind gegangen. Da ist auch nichts passiert, aber das war so sehr, sehr, sehr gruseliger Moment einfach für mich. Und letztens irgendwann bin ich wach geworden, weil im Hausflur das Licht anging und es hat bei meinem Nachbarn geklingelt. Und der hat halt nachts auch, also nicht die untere Tür aufgemacht, aber er hat auf jeden Fall im Flur geguckt, habe ich so mitbekommen. Aber nicht aufgemacht. Wahrscheinlich war das irgendein Klingelstreich oder vielleicht stand da wirklich jemanden, den man nicht kannte. Keine Ahnung, das könnte alles sein, aber so, dass es random nachts einfach klingelt, das ist so, keine Ahnung, und das passiert dir andauernd. Und gestern war die oberste Höhe, so gefühlstechnisch zumindest. Und zwar war ich gestern, warte mal, ich weiß gar nicht, wann ihr diesen Part seht, das war Samstag ist das passiert. Samstag war ich mit meinem Dad im Kino, weil ich ihm das zum Geburtstag geschenkt hatte. Wir haben uns zusammen Evil Dead Rise angeschaut. Kann ich nur empfehlen, das war seit langem mal wieder so ein Horrorfilm, wo ich echt dachte so, wow, nicht schlecht. Also da war aber eine Spannung drin seit Ewigkeiten, weil ich sehr abgestumpft bin in diesem Bereich. Da waren wir auf jeden Fall in diesem Film. Und abends war ich dann noch ein bisschen mit einem Kollegen unterwegs, der mich hier besucht hat. Und dann sind wir irgendwann abends, ich glaube, keine Ahnung, 8:30, viertel von 9, roundabout, sind wir dann in eine Nachbarstadt gefahren und haben so ein bisschen gequatscht, haben uns einen nice Spot rausgesucht. Und 8:30, viertel von 9 waren wir unterwegs und sind dann 9:45 abends, vergraben bitte, 10:30 wiedergekommen. Und auf einmal war unten unsere Haustür von dem Haus hier, das ist so eine 3-3-Wohnungspartei, war angesprayt. Die ganze Fensterscheibe war angesprayt, es ist noch so ein bisschen aufs Holz draufgekommen, also ist schon ein mächtiger Schaden, definitiv. Ich dachte mir so, Alter, was ist denn jetzt los schon wieder? Wie random ist das denn bitte? Warum ist die Haustür hier angesprayt? Andauernd passiert hier irgendwas, es ist so schrecklich. Ja, und ich habe das meinem Vermieter per WhatsApp geschickt, weil der ist ultra selten zu Hause und habe so schon mal gesagt, ey, nicht, dass sie sich erschrecken. Bin gerade hier nach Hause gekommen, das und das ist passiert. Also, pff, kein Plan, es ist keine Ahnung, Bro. Es ist
Muss man nicht verstehen. Ich find's, ich will nicht sagen, dass ich es lustig finde, aber ich muss halt schon so ein bisschen lachen gefühlt, weil es halt schon wieder so ultra mimig ist. Es ist das übelste Meme. Junge, habe ich hier viel liegen lassen. Okay, da werden wir auf jeden Fall mal nach oben wieder in den Candy Shop gehen. Ja, es ist halt so dieses übelste Meme mal wieder von der Stadt, wo ich lebe. Alle im Umkreis sagen immer, Bro, da wo du lebst, ne, es geht ja schon viel ab. Und ja, es ist halt so, dass hier wirklich viel abgeht. Naja, so viel auf jeden Fall zu diesem Thema. Wir werden uns im heutigen Part nochmal drum kümmern, dass wir die Fossilien natürlich wie immer verkaufen. Wir gucken mal was. Junge, was ist denn hier los? Was geht bei dir? Astrid, sei gegrüßt, David. Wie schön, dich zu sehen. Ich kam hierher, um ein Armband zu kaufen. Sonst nix, wirklich. Hast du denn ein Armband gefunden? Das frage ich mich gerade so. Wir müssen mal gucken. Freunde, schreibt mir jetzt mal gerne in die Kommentare hinein, was wir demnächst mal in den Parts machen sollten, weil ich glaube, wir werden mal demnächst vielleicht mal einen On-Topic-Part oder so haben. Auch wenn viele dieses Projekt feiern, weil es halt so cozy ist, müssen wir, glaube ich, irgendwann mal was anderes machen. Aber es ist halt so, dass ich alle paar, anderthalb Wochen, alle zwei Wochen hier in dieses Game hineinschaue. Nein, ich muss erstmal Fossilien analysieren. Und deswegen ist es halt so, dass ich halt so diese Routine machen muss. Man hat ja in diesem Game eine krasse Routine, die man hin und wieder tätigen sollte, um die Story auch voranzubringen, nicht wahr? Von daher, by the way, ich will ja schon seit Ewigkeiten diesen Kaffeejob hier bekommen. Und laut Animal Crossing Wikipedia ist es nun mal so, das sind alles hochwertige Fossilien, die wir jedoch allesamt in unserer Sammlung haben. Egal, dann haben wir ein bisschen mehr zum Verkauf über. Nein! Ah, nee, warte mal, wir haben ja schon probiert, es zu spenden, nicht wahr? Yes. Und auf Animal Crossing Wikipedia steht, man muss 8 Kaffees trinken bei Coffee und dann bekommst du diesen dreckigen Teilzeitjob. Aber wir haben doch schon über 8 Kaffee getrunken. Also ich fühle mich langsam hardcore verarscht in diesem Spiel. Soll ich auf Gute Frage Net oder auf irgendwelchen Beichtseiten schreiben? Animal Crossing verarscht mich hardcore. Was soll ich tun? Meint ihr, das wäre gut? So, weder Kredite noch Ratenzahlung an. Nur bar. Oh, möchtest du etwas Bestimmtes? Natürlich. Ja, sicher. Ja, klar. So, aber was? Können wir hier... Genau. Ja, komm, wir werden einfach mal alles verkaufen. No, 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 no. Die beiden Dinge müssen wir behalten. Die müssen wir einfach mal... in unseren Schrank legen, der eh schon komplett überfüllt ist. Aber wenn wir irgendwann mal so einen Einrichtungspart machen, dann haben wir natürlich so eine riesige Auswahl. Boah, ich finde das voll geil. Frag mich nicht warum, es ist so übelst minimalistisch, das feiere ich. Keine Ahnung. Wenn wir uns davon so ein paar bestellen, können wir bestimmt ein cooles Häuschen daraus bauen. Warte mal, was geht bei der kleinen Maus? Wie hieß du nochmal? Mausbärt, oh, du bist David, schleich dich doch nicht so an. Fast hätte ich meinen Judo-Spezialwurf gegen Anschleicher eingesetzt. Das hätte ich ganz gerne gesehen. Dann hätte ich dich auf Grund und Boden verklagt, sodass deine Familie auf der Straße pennen müsste und nicht in deinem Haus. Nein. Nein, haha, wir müssen lachen. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. So viel dazu. Okidoki. Ne, ich glaube, wir haben heute schon mal ein paar gute Dinge so an sich beredet. Aber es gibt ein Thema, worüber ich sehr gerne mit euch reden würde. Ein Thema, was jetzt schon so ein bisschen in der Vergangenheit liegt, aber diese Frage kommt immer und immer wieder und wieder und wieder. Und dann verfolgt sie mich wieder und wieder und wieder. Und dann wieder und wieder und wieder. Wer bist du? Hi. Henrike, hey, du bist doch David, oder? Ich habe ja so viel von dir gehört, aber nur gutes Ehrenwort. Ich bin übrigens Henrike und ich hoffe ja, du kommst dann öfter mal bei mir reingeschneit. Wie man hört, steigt ja keine Party ohne dich. Sehr cool. Oh shit, dann gibt's ja gar keine Partys hier. Ich bin ja nie hier. Ha! Aber das ist der Respekt, dass sie keine Party ohne mich schmeißen. Nie ohne mein Team. Nie ohne mein Team. Hamburg, Berlin, West-Wien. Genau. Das Thema, was mich immer wieder verfolgt, ist... David, wie findest du den Super Mario Film? Und ich glaube, während wir jetzt gleich die Fische und so verkaufen, können wir eigentlich ganz gut so ein bisschen drüber philosophieren, weil wir dieses Thema nochmal so ein bisschen weiter ausbreiten können über generell Nintendo als Filmgenre oder generell Nintendo-Filme, wie das in der Zukunft weitergeht, was ich wohl so denke, so ganz spontan gesagt und ja, im Allgemeinen meine Meinung dazu. So, ich glaube, das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz cooler Themenpart.
was sich bestimmt noch einige wünschen, die in Streams nicht dabei gewesen sind, die beispielsweise, es gibt tatsächlich Zuschauer, die nur auf dem Zweitkanal sind, oder es gibt auch tatsächlich Zuschauer, die mich durch den Zweitkanal entdeckt haben. Das finde ich immer noch sehr verblüffend, wenn das passiert, aber das ist halt der YouTube-Algorithmus, wenn einem irgendein Zweikanal-Video auf die Startseite gespült wird, wo der oder diejenige sich so denkt, ey, cool, will ich mir reinziehen und den Kanal so kennenlernt, ey, jeder soll sich natürlich willkommen fühlen. Dafür sind wir ja hier, nicht wahr? Genau, so, Super Mario Film, ich glaube, das hat fast jeder Nintendo-Fan oder noch nicht mal Nicht-Nintendo-Fan oder jemand, der Nintendo in der Kindheit verfolgt hat, mitbekommen, dass jetzt im März, ich glaube März kam der Film, oder? April, irgendwie so? Oh, 15 Uhr. Dass dort der Super Mario Bros. Film gekommen ist, der allererste animierte Film von Nintendo. Es gab ja früher, glaube ich, schon irgendwie mal so einen übelst schlechten Mario-Film, der nicht so ganz gute Kritiken bekommen hat. Oh, ich liebe die Musik um 15 Uhr. Ach, mehr haben wir nicht gesammelt. Oh, das hätte ich mir jetzt... Ich hätte mir eigentlich mehr vorgestellt hier drunter, bin ich ehrlich. Naja, gab es ja diesen Mario-Film. Ich war letztens in dem Film, ich glaube 3 Wochen oder so nach Release, und davor wurde ich sehr, sehr zugespammt. David, wie findest du den Mario-Film? Hast du ihn schon gesehen? Und der Mario-Film war meiner Meinung nach ein sehr guter Film. Also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt und vor allem war das ein Film, der für alt und jung gedacht war. Du hattest natürlich irgendwo diese kindliche Story am Ende des Tages, aber auch zwischendrin einfach mal so ein paar erwachsene Witze. Es gab in dem Film, ich werde jetzt nicht großartig spoilern für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, es gab in dem Film aber einen Charakter, das war ein Luma, der aus Mario Galaxy kommt, und dieser Luma, der hatte halt... Bei diesem Luma hatte der gesamte Kinosaal angefangen zu lachen, weil das super überraschend kam. Weil dieser Luma, der hatte irgendwie solche Tumblr-Sprüche drauf und der wollte halt nicht mehr leben. Ist eigentlich ein trauriges Thema, aber ich glaube, das, was die Situation im Endeffekt so lustig gemacht hat, war, der war die ganze Zeit am Grinsen und so super süß und dann hat er so Sätze gedroppt, wo man sich die ganze Zeit so dachte, Bro, das wird gerade in dem Kino, in dem Kinder-Kino-Film erzählt. Und ich glaube, genau deswegen war es halt in Anführungszeichen so lustig, weil es so absurd gewesen ist, dass sowas gezeigt wird. Ich glaube generell, das kenne ich ja von mir selber, Absurdität, das ist halt so super lustig, meiner Meinung nach, in solchen Filmen. Wir werden mal wieder so ein bisschen was einzahlen. Und das hat diesen Luma halt so super lustig gemacht. Und deswegen war das auch irgendwo mein Favorite-Charakter in diesem Film. Auf jeden Fall, im Allgemeinen, ich kann eigentlich so viel dazu sagen, weil ich habe diesen Film sehr genossen. Was mich sehr, sehr erfrischt hatte, war, dass die Story nicht so ganz üblich gewesen ist, wie immer. Dass das Peach entführt wird. Diesmal war es nicht so. Diesmal musste quasi der Bruder von Mario, also Luigi, gerettet werden. Und dann hat sich die ganze Geschichte drumherum gedreht. Und man hat auch super viele Nintendo-Charaktere wiedererkannt. Was ich sehr cool an diesem Film fand, super viele Easter Eggs, die man durch diverse Videospiele kennt. Durch diverse Super Mario-Videospiele oder generell. Durch Mario-Soundtracks, generell, wenn man so ein bisschen im Nintendo-Kosmos unterwegs gewesen ist. Und von daher war die Story natürlich simpel, es war irgendwo immer noch ein Kinderfilm, aber ich habe mich trotzdem super unterhalten gefühlt. Turtle? Oh! Was passiert hier? Moment mal, bevor ich jetzt weiter labere über diesen Schund, natürlich über diesen wunderbaren Schund. Alter, Coffee, was willst du mir hier zubereiten? Warum gibst du mir diesen Kaffee? Du sollst ihn trinken, bevor er kalt wird. Alles klar, danke dir. Dann sippen wir den uns rein. Ja. Schlurp. Geil. Okay, war das der 8. Kaffee inzwischen? Ich habe schon locker 8 Kaffees getrunken. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Gut, danke. Gerne. Wir haben schon 8 Kaffees getrunken. Es ist Betrug, dieses Game. Hey, bist du das, David? Nee, Captain heißt er. Was machst du denn hier, du kleine Fischlaus? Bro, wie random das. Endlich ist wieder Frühling, David. Immer ein guter Zeitpunkt für einen Neuanfang. Warum lichtest du nicht mal den Anker und suchst dir ein hübsches Segel für deine Jolle? Har, har. Bro, dieser Moment, wenn selbst Captain aus Animal Crossing sagt, dass man sich eine holde Maid suchen soll. Ich bin mit YouTube verheiratet, Bro. Das musst du verstehen. Und akzeptieren und respektieren. Wir gehen raus. ja, was soll ich sagen? Ne, Story war simpel. Ich fand den Film
ein bisschen zu kurz. Ich hatte das Gefühl, der geht unter 90 Minuten. Also es war sehr, sehr schnell vorbei. Aber ich habe den Humor, wie gesagt, sehr, sehr gefühlt. Also es war dieser stumpfe Kinderhumor irgendwo, aber das ist auch genau mein Humor, weil ich diesen Humor sehr, sehr liebe. Und alles in einem spiegelt sich das ja auch irgendwo in diesem Erfolg wieder. Man muss ja wirklich sagen, der Film ist sau erfolgreich für einen Nintendo-Film. Und er hat inzwischen über eine Milliarde eingespielt. Dollar, Euro, was auch immer. Also ich denke mal Euro inzwischen auch. Und es wächst und es wächst und es wächst. Es gucken ja immer noch super viele diesen Film. Und ich glaube, das war im Endeffekt dieser Startschuss für Nintendo in die Kinoszene. Das finde ich sehr, sehr schön, dass der erste Film auch schon direkt so aufgegangen ist. Aber ich glaube, das lag auch einfach an der nicen Promo. Die Promo für den Film war super nice. Sei es mit der Mario-Pizza hier in Deutschland. Teilweise Haribo hat das ja mit übernommen. Also auf Haribo, was ich im Laden gesehen habe, was ich mir auch besorgt habe, waren Mario-Motive drauf. Also du wurdest ja mit diesem Super Mario-Thema immer und immer und immer wieder konfrontiert. Und deswegen konntest du eigentlich gar nicht diesen Film übersehen. Und deswegen gucken diesen Film auch so super viele, auch Erwachsene. Also ich war jetzt am Samstag, das habe ich ja vorhin erzählt, mit einem Kollegen unterwegs, mit dem ich meine Ausbildung gemacht habe. Und der meinte auch zu mir, der war letztens mit seiner Freundin im Kino. Und die haben sich diesen Film reingezogen, ganz random. Und ich glaube, dass jeder irgendwie mit Super Mario was anfangen kann. Also selbst mein Dad kennt ja Mario aus seiner Kindheit, weil es ja schon seit Ewigkeiten gibt. Es ist einfach so eine super alte Reihe und es ist halt so generationenübergreifend. Und deswegen geht auch so gut wie jeder einfach in diesen Film rein, auch wenn du wahrscheinlich gar nicht mehr in diesem Anführungszeichen Alter bist. Und das finde ich so schön, dass jeder doch das Kind in sich entdeckt und dann so einen Film wieder besucht. So, wir packen hier noch die eine oder andere Blume hin. Und ich denke halt, dass das im Endeffekt einfach so dieser Startschuss gewesen ist für die Nintendo-Filmereihe in Zukunft. Ich habe da auch ein bisschen mit meinem Kumpel drüber philosophiert, dass in Zukunft wahrscheinlich noch viel mehr auf uns warten wird. Es gab ja bei dem Film, das ist jetzt kein Spoiler, aber es gab zwei Endszenen. Die meisten haben leider den Mario-Film vor den Credits verlassen. Aber für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, bleibt bis zum Ende dran. Es gibt zwei Endszenen, die man sich auf jeden Fall reinziehen sollte und wo man sich so denkt, geil, Alter, wow. Was auf jeden Fall ein offenes Ende ist und zeigen soll, dass da in Zukunft noch irgendwas kommen wird, je nachdem wie der Film lief, aber der Film lief hammermäßig und deswegen ja, sind wir uns alle sehr sicher, dass bestimmt irgendwann mal ein zweiter Teil davon kommen wird und die Story weitergeht, aber es gibt ja noch andere Nintendo-Reihen, aus denen du halt einen krassen Film machen kannst, beispielsweise The Legend of Zelda. Also Zelda ist wirklich ein Genre bei Nintendo, woraus du so easy einen Film machen könntest. Aus diesem Videospiel könntest du so easy einen Film machen, weil diese Story ja schon irgendwo sehr verzwickt ist. Die Story bietet ja schon einiges. Und von daher, wenn du das auf einen Film rausziehst, ich würde jetzt nicht unbedingt eine Realverfilmung machen, denke ich mal. Erstmal ein Flohfang, why not? Ich glaube, dieser Animationsstil ist vielleicht ganz gut und vielleicht kann man sogar ein bisschen düsteren Film draus machen, je nachdem. Ein Floh auf mir? Das glaube ich nicht! Das ist nie geschehen, hörst du? Ich höre. Ich bin ja so erleichtert, dass du das Vieh erwischt hast. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn jemand anderes es zuerst bemerkt hätte. Hüppi, sowas von peinlich. Boah, puh. Dass du mit dieser Peinlichkeit noch leben kannst. Oh, was geht bei dir, meine Schöne? Oh, David, hast du nicht mir mal gesagt, du könntest einen Rothelm... Ja, damit! Diesen Pulli wollen wir mitnehmen, oder? Hier, bitteschön! Dankeschön! Ich hoffe, dir gefällt der Rothelden-Pulli-Lamm! Den ziehen wir mal an. Rothelden-Pulli. Tschüss! Junge, damit bin ich auf dem Kostümfestival auf jeden Fall der Größte. So, frühsommerliches Wetter haben wir hier. Okay. Ja, frühsommerliches Wetter finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass es langsam echt langsam Frühling... dass es langsam echt langsam draußen Frühling wird langsam. Deutsche Sprache gleich schwere Sprache. Yes. Aber auf jeden Fall so viel zum Thema Mario-Film. Ich fand den nice. Will auch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, man wird einige spoilern, die den Film noch nicht gesehen haben. Und dementsprechend meine Empfehlung für diesen Film geht raus. Ich will jetzt auch keine zu krasse Review darüber machen. Da gibt es bestimmt einige
Filmkanäle, die das für uns übernehmen. So, hello. Und ich denke, ich glaube, fazittechnisch, abschlusstechnisch, wir uns wird noch super viel aus dem Nintendo-Bereich in Zukunft noch im Filmgenre begegnen, weil man hat in den letzten Jahren gemerkt, Nintendo geht immer mehr auch auf Handy-Games, ne, ist auch im Handy-Bereich aktiv, Nintendo ist jetzt im Filmbereich aktiv, Gaming-Bereich, also ich glaube, da werden wir in Zukunft noch super viel bekommen und ich bin sehr froh darüber und freue mich auch riesig. So, aber wir hören uns mal, was bei Hardware geht. Wie kann ich helfen? Wo bin ich? Bring mir was bei. Drahtlose Camper. Stimmt, die gibt's. Wenn du willst, kannst du übers Internet drahtlose Camper zu Besuch bei dir einladen. Kein Interesse? Können wir das überhaupt machen mit dem Nintendo 4DS ohne Internet oder ohne Drahtlosigkeit? Bring mir was bei. Okay, was soll ich dir erklären? Das Möbel bestellen? Camping-Coupons. Das Möbel bestellen. Was haben wir denn da? Siehst du das, was ich sehe? Viele bunte Vans. Krass, diese Farben. Kannst du gerne reingehen. Du kannst, da kannst du Camping-Coupons gegen Möbel eintauschen. Guck dich in meinem Wohnmobil um und such dir über den Touchscreen entspannt was aus dem Katalog aus. Okay. Achso, ich kann den Boden hier gar nicht nach oben ziehen. Aber müssen wir dann... Ich glaube, wir müssen tatsächlich über... Dingenskirchen, über das Rathaus irgendwann mal hier so den Campingplatz ein bisschen ausbauen, oder? Hm. Was Insekten angeht, ist Carlion auf den Geschmack gekommen. Sein wissenschaftliches Interesse an Insekten aller Art lässt ihn von Stadt zu Stadt reisen. Ach, hier drin sind die Dudes! Hallo, hallo! Verzeihung, aber dieser Ort ist wahrlich... Ja. Superb! Ach, und jeden Tag ist hier wer anders drin, oder? Mir kam zu Ohren, dass hier eine Studie zum Proteingehalt von Käfern durchgeführt wird. Doch als ethisch gefestigter Forscher spreche ich mich entschieden gegen Tierversuche aus, okay? Und hier könnte ich auch Gegenstände bestellen, prinzipiell, ne? Ah, Dschungeltapete. Und es gibt bestimmt hier immer was zu einem anderen Thema, was wir bestellen können, oder? Ah, dann müssen wir hier auf jeden Fall öfter mal nachgucken. Ich verstehe. Naja, Freunde, ich würde sagen, an der Stelle war es auch mal wieder mit diesem wunderbaren Animal Crossing Part. Schreibt mir doch sehr gerne eure Meinung zum Mario-Film und generell zum Nintendo im Filmbereich in die Kommentare hinein. Und schreibt mir auch Themen für die nächsten Parts hinein, über die wir quatschen können. Von daher sage ich mal, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Nachmittag, Abend, Morgen, Lunch, was auch immer. Danke an die Elite Umlaut General Member für euren Support, dass ihr diesen Kanal auch finanziell unterstützt, aber natürlich an jeden anderen auch. Und von daher sage ich mal, schön, dass ihr hier seid. Euer Umlautmann lässt grüßen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. Bye, bye.